Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Dinosaur Death Race. Die Regeln. Insgesamt haben wir hier 10 Fahrer, 10 Kandidaten, die hier versuchen gegeneinander anzutreten und möglichst viele Punkte zu sammeln. Davon fahren immer jeweils die zwei, die in der gleichen Farbe sind, zusammen im Team. Die Fahrer werden allerdings nicht alle gleichzeitig losfahren, es werden erst die vorderen 5 losfahren und dann, wenn diese durch sind, werden die hinteren 5 losfahren. Punkte sammelt man, indem man die Strecke durchfährt und möglichst viele Hindernisse hinter sich lässt. Die einzelnen Bereiche sind auch mit der jeweiligen Punkteanzahl versehen. So kann man immer sehen, wie viele Punkte man gerade sicher hat. Und insgesamt gibt es 8 Bereiche. Das heißt, wenn man im 8. Bereich ausscheiden sollte, hätte man hier 8 Punkte sicher. Man scheidet immer dann aus, wenn das eigene Fahrzeug zerstört und fahrunfähig gemacht wird. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel im 2. Gehege fahrunfähig gemacht werde, habe ich insgesamt 2 Punkte gesammelt. Falls man es hier schaffen sollte, die gesamte Rennstrecke hinter sich zu bringen und über die Ziellinie zu fahren, hat man hier auch nochmal Bonuspunkte sicher. Der erste, der es schafft, bekommt nochmal 5 Bonuspunkte obendrauf, der zweite 4, der dritte 3 und so weiter. Und ganz am Ende werden dann die gesamten Punkte des Teams zusammengerechnet und das Team, was die meisten Punkte hat, gewinnt hier das Dinosaur Death Race. Und die beiden Gewinner bekommen dann auch einen 5€ Amazon-Gutschein. Ihr seht schon im Hintergrund, wir fahren heute nochmal meine Strecke. Die ist ja immer relativ spannend und relativ schwierig zu absolvieren. Aber was ja auch so sein soll, das Ganze heißt ja immer ein Death Race und nicht einfach nur Race. Nächste Woche wird es mal wieder eine neue Strecke geben. Ihr habt mir nämlich mittlerweile schon einige neue Strecken eingesendet. Allerdings muss ich diese noch testen und dann wahrscheinlich so ein bisschen leicht abändern und sowas. Aber nächste Woche wird es dann mal wieder eine neue Strecke geben. Kommen wir jetzt aber erstmal zu den heutigen Kandidaten. Die stehen hier nämlich schon bereit. Und der erste Kandidat für Team Blau, das ist Tanja Yvonne Linke-Wendling. Sehr langer Name, werde ich auf jeden Fall im Rennen ein bisschen abkürzen. Der erste Teilnehmer für Team Rot ist Poke-Fan. Dann kommen wir schon zu Team JWE. Das ist wieder unser Premiere-Team, das heißt, das sind die Leute, die bei der letzten Videopremiere mit dabei waren. Die hat nochmal eine zusätzliche Chance. Und übrigens erstmal schöne Grüße an alle, die jetzt wieder bei der Videopremiere mit dabei sind. Bleibt auf jeden Fall dran, ihr werdet später auch wieder dann fürs nächste Rennen eine zusätzliche Chance haben. Aber kommen wir erstmal zum heutigen Kandidaten, das ist nämlich Kaninchenliebe 1. Und für Team Retro geht an den Start Minimaus 1. Team Orange ist wie immer unser VIP-Team. Das werden wir gleich live zulosen, wie das Ganze dann funktioniert. Erkläre ich euch, wenn es soweit ist. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Teamkollegen hier. Da haben wir nämlich für Team Retro als zweiten Fahrer Avitavi XD. Und der Teamkollege von Team Blau, das ist Niklas Schmidt. Dann kommt wieder Team VIP. Und dann kommen wir schon zu Team Rot. Da haben wir Familie Artig. Oder Artig. Und wieder jemanden, der sich bei der letzten Videopremiere qualifiziert hat, nämlich Prince of All Saiyans für Team JWE als zweiter Fahrer. Schon mal herzlichen Glückwunsch an euch alle. Wir werden jetzt noch eben die Team Orange Fahrer zulosen. Das sind nämlich die Mitglieder von meinem Kanal. Die haben nochmal so eine kleine zusätzliche Chance. Dafür blende ich mal eben ganz kurz unser Mitgliederglücksrad ein. Das werden wir gleich drehen. Es gibt verschiedene Mitgliederstufen auf meinem Kanal und je höher die Stufe, desto mehr Chancen hat man. Als normaler VIP die einfache Chance, Premium VIP die dreifache Chance, Elite VIP die fünffache Chance und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, wir drehen das Ganze mal und gucken mal, wer hier unser erster Fahrer für Team Orange sein wird. Das ist Justin Reimann. Herzlichen Glückwunsch! Justin Reimann geht hier an den Start als normaler VIP. Auch als normaler VIP hat man hier ganz gute Chancen, wie man sieht. Und dann gucken wir mal, wer dein Teammitglied wird. Hier hinten haben wir nämlich auch nochmal einen Jeep. Dafür drehen wir das Ganze nochmal. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wer das wohl sein wird. Oh, das wird knapp. Nochmal Justin Reimann, das gibt's ja nicht. Da müssen wir nochmal drehen. Geht nicht anders. Und wir haben Teufelkiller HD als Teamkollegen. Herzlichen Glückwunsch. Ihr beide
Oh, jetzt schreibe ich gar nicht. So, jetzt. Teufel, Killer, HD. Richtig geschrieben? Ja. Letztes Mal habe ich nämlich schon einen Rechtschreibfehler drin gehabt. So, ihr beide geht auf jeden Fall für Team Orange heute an den Start. Herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir unsere 10 Fahrer. Ich blende nochmal eben hier das Rad aus. So. Und ja, dann würde ich sagen, können wir gleich anfangen mit dem heutigen Dinosaur Death Race. Und damit kann es hier schon losgehen. Ich öffne die Tore und dann treten unsere ersten 5 Kandidaten hier an. Tanja, Yvonne, Pokefan, Kaninchenliebe, Minimaus und Justin Reimann. Für die geht's an den Start. Team Rot und Team Orange kommen hier jetzt am besten weg. Aber wir wissen ja alle, es geht hier nicht unbedingt um Geschwindigkeit, sondern eher darum, möglichst weit zu kommen und nicht auszuscheiden. Rot ist aber vorne hier. Auch als ganz klares Favoritenteam. Ich glaube, schon 4-mal gewonnen. Wird jetzt aber mega weggerammt. Oh mein Gott. Unbenutzbar. Pokefan ist ausgeschieden. Das ging schnell. In einem Gallimimus-Gege. Komplett auseinandergenommen. Das tut mir sehr leid für dich. Aber so ist das. Team Orange wird jetzt auch auf 40% runtergerammt. Eieieiei. Was machen die Gallis hier? 14% nur noch. 2%. Boah, das haben wir ja noch nie erlebt. Ich glaube, das war der schnellste Tod in der Dinosaur Death Race Geschichte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Justin fährt jetzt hier auf den Galli. Und 1%, das ist hart. Wird jetzt aber, glaube ich, hier ausscheiden. Das sieht nicht gut aus. Blau wird auch weg. Und Blau ist weggeglitscht. Oh mein Gott, was geht hier ab? Justin ist auch ausgeschieden. Das heißt, 3 Kandidaten schon im ersten Gehege hier raus. Das haben wir ja noch nie erlebt. Die Gallimimus haben ja wirklich gezeigt, dass man sie fürchten muss. Team Orange, Team Rot und Team Blau sind im ersten Gehege ausgeschieden. Das ist sehr bitter. Eieiei, Minimaus fährt jetzt hier ganz gut weg. Kaninchenliebe 1 hängt hier leider noch ziemlich fest an den schlafenden Gallimimus. Das ist natürlich bitter. Ich hoffe mal, na, ich sage einfach mal sie. Falls du ein R bist, sei mir bitte nicht böse. Kann natürlich auch sein. Das wird hier ganz schwierig. Das wird richtig schwierig. Hier steht jetzt auch noch das Wrack von Justin im Weg. Aber wir springen mal an die Spitze. Da haben wir nämlich Minimaus 1. Hängt jetzt hier im Todesfelsen so ein bisschen fest. Dieser Felsen scheint hier wirklich ein Problem für die KI zu sein. Seht ihr das? Die KI will da irgendwie nicht so richtig vorbeifahren. Ich weiß gar nicht warum. Aber das macht es halt auch mal ein bisschen spannend, ne? Hatten wir das schon mal jemals, dass 3 Kandidaten im ersten Gehege ausgeschieden sind? Ich glaube nicht. Warum ging das mega schnell? Oh mein Gott, das tut mir richtig leid für die, die sich hier gefreut haben, endlich mal dran zu kommen. Und dann werden sie hier instant zerstört. Ärgerlich, ärgerlich. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Der nimmt hier, glaube ich, Anlauf, oder? Nee. Aber Minimaus hat jetzt hier den Motor, glaube ich, ausgeschaltet schon. Aber jetzt fährt sie rückwärts. Vielleicht schafft sie es jetzt. Das sieht nicht gut aus. Wird jetzt hier weggedreht. 75, 74. Also sie muss hier unbedingt weg. Kriegt jetzt hier nochmal einen Klaps mit dem Schweif. Oder? Nee, das Tor öffnet sich nicht, weil da Minimaus kommt. Nicht Minimaus, ich meine natürlich Kaninchenliebe. Sondern das Tor öffnet sich, weil Minimaus zurückgedrückt wurde. Kaninchenliebe ist immer noch hier im ersten Gehege. Hat aber noch kaum Leben verloren. Alles ganz entspannt. Kann sie es jetzt hier schaffen? Bleibt jetzt hier nochmal hängen. An dem Galli. Oh, Dinosaurierbedrohung. Wir springen an die Spitze. Oh, oh. Das sieht... Oh, 29% nur noch bei Minimaus. Schafft es jetzt aber am Todesfelsen vorbei. Okay, das ist gut. Fährt jetzt hier nochmal gut an dem Nasutoceratops vorbei. Und schafft es ins dritte Gehege zu den Ziegen. Mit 29% kann das natürlich auch tödlich enden. Die Ziegen darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben ja schon öfter Kandidaten ausscheiden gesehen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Kaninchenliebe? Kaninchenliebe hat es auch geschafft mit 96%. Also ist auf jeden Fall noch am Start. Boah, das haben wir, glaube ich, hier echt noch nie erlebt. Oh, oh, Minimaus wird jetzt ordentlich weggeschoben. 20% nur noch. Kann sie es hier ins nächste Gehege schaffen? Nein, sie wird geblockt. Oh mein Gott, 18%. Okay, Minimaus schafft es ins vierte Gehege. Sehr schön. Wird jetzt vermutlich bei diesen Hogeln hier nochmal ein bisschen Schaden kassieren. 18%. 16 nur noch. Das ist halt auch immer sehr, sehr bitter. Muss man einfach sagen. Da hängt jetzt hier erstmal ein bisschen fest. Wir springen nochmal nach hinten. Und hier sehen wir Kaninchenliebe. Hängt auf jeden Fall nicht am Felsen fest. Könnte jetzt hier durchfahren. Mit etwas Glück. Uiuiui. Scheint hier richtig Probleme zu haben.
aber macht das gut. Vorsichtig, aber fährt super dran vorbei. Kommt jetzt links vorbei. Boah, sehr schön, Kaninchenliebe. Richtig gut durchgekommen. Hier sollte nichts mehr passieren. Schafft es jetzt, boah, ich denke schon, auch ins dritte Gehege. Aber wir springen an die Spitze. Interessiert mich nämlich, was hier gerade abgeht. Wo ist denn hier? Oh, schon da vorne. Das ging ja schnell. Minimaus schlängelt sich hier durch im Zickzack. Super gefahren. Wir verfolgen sie mal von hinten. So ein bisschen. Fährt jetzt hier schön durch den Wald. Kürzt damit ein bisschen ab. An den ganzen Dinos vorbei. Und ins nächste Gehege. Sehr gut. Schön gefahren. 15% noch. Damit 5 Punkte sicher. Und diese 5 Punkte sind natürlich umso mehr wert, weil halt 3 Kandidaten schon im ersten Gehege ausgeschieden sind. Dadurch ist natürlich die Gewichtung mit 5 umso höher. Wow. Oh mein Gott, wie schnell sie hier durchfährt. Oh, fährt jetzt aber in den Baryonyx auf. Hat nur noch 6%. Das könnte hier gleich ein schnelles Ende nehmen. Aber gibt hier richtig Gas. Das ist voll heftig gerade. Oh, oh, hier ist nochmal ein Baryonyx im Weg. Fährt aber gut außen vorbei. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott, gibt die Gas. Oh. Da gibt es aber jetzt einen Auffahrunfall. Und damit ist Minimaus immerhin ins 6. Gehege gekommen. Sehr gut gefahren. Sehr, sehr gut gefahren. Jetzt haben wir nur noch eine Kandidatin. Beziehungsweise Kandidaten, je nachdem. Wo ist er denn? Ach, hier vorne. Okay. Auch schon im 4. Gehege. Hängt jetzt aber hier vorne fest. Wird von dem Schweif von Mamenchi weggeschoben. Aber noch 86% bei Kaninchenliebe. Nicht schlecht. Also wirklich ziemlich gut. Bin ich jetzt ja mal gespannt, wie Kaninchenliebe hier durchkommt. Oh, von hinten kommt ein Pensaceratops angelaufen. Und die ganzen Stegos hier. Oh, oh. Das könnte jetzt problematisch werden. So viele Stacheln um dich herum. Wird jetzt hier weggerammt. Lebt aber noch. 14%. Hat so eine kleine Kopfnuss gekriegt von dem Stego. Würde ich fast sagen. 14% noch bei Kaninchenliebe. Mal gucken, ob sie es auch noch so weit schaffen kann wie Minimaus. Da bin ich sehr gespannt. Gibt jetzt auf jeden Fall ordentlich Gas. Und düst hier den Berg runter. Das ist ja auch mal sehr gefährlich, weil man hier sehr schnell wird. Aber macht das super. Bis jetzt. Oh, 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 oh. Ja, sieht gut aus. Hier schön durch den Wald. Wunderbar gefahren. Klasse. Damit schafft sie es auch mit 14% ins 5. Gehege. Das ist schon mal sehr gut. Hier haben wir so ein kleines Labyrinth mit Gyrosphären. Mal gucken, wie sie sich hier schlägt. Minimaus ist ja hier ordentlich durchgespeedet. Im Slalom. Das macht Kaninchenliebe aber auch super hier. Schön im Slalom. Fährt jetzt hier auch an den Baryonyx vorbei. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man hier durchfahren kann oder ob das zu eng ist. Ich glaube, es ist zu eng, sonst würden die Kandidaten da, glaube ich, durchfahren. Wird jetzt hier leider ein bisschen ausgebremst von der Jurassic Tour. Natürlich bitter, ne? Je langsamer man ist, desto höher ist natürlich die Chance, dass sich hier ein Dino anschleicht. Oh nein. Jetzt wird Kaninchenliebe komplett ausgebremst. Er schiebt jetzt schon von hinten an. Aus dem Weg. Sehr gut, Kaninchenliebe. Lass dich nicht ausbremsen. Schieb die Tour einfach weg. Sehr cool. Hier vorne machen die Jurassic Touren auch schon wieder Faxen. Oh, oh, das ist nicht gut. Hier musst du vorbei. Kaninchenliebe bleibt jetzt hier hängen an den Jurassic Touren. Ei, ei, ei. Das ist nicht gut. Mit 14%. Die Baryonyx haben sie jetzt auch langsam bemerkt. Aber jetzt geben die Jurassic Touren Gas. Rückwärtsgang wurde eingelegt. Und damit ist der Weg wieder frei. Sehr schön. Kaninchenliebe kommt jetzt hier auch durch. Wow, sehr gut. Du schaffst es hier auch ins 6. Gehege. Das hätte ich nicht mehr gedacht. Vielleicht schaffst du es auch ins nächste Gehege noch. Dann übernimmst du hier mit deinem Team auf jeden Fall die Führung. Fährst jetzt hier gut dran vorbei ins Wasser. Na, da hinten sind natürlich noch einige gefährliche Dinosaurier, die dich hier aufhalten wollen. Spinoraptoren. Und auch mehrere Spinosauren. Die hier laut schreien. Ich glaube, das ist auch der lauteste Dino aus dem Spiel. Kann das sein? Könnt ihr gerne mal in den Live-Chat oder in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, welcher denn der lauteste ist. Bei dem Spinosaurus habe ich immer das Gefühl, dass der so laut brüllt. Ja, ich glaube schon, das ist... Ja, doch, würde ich schon sagen. So, jetzt bist du schon im 7. Gehege. 7 Punkte hast du sicher. Du übernimmst ja auf jeden Fall mit deinem Team die Führung. Falls du es hier schaffen solltest bis zum Ende, dann holst du ja richtig Punkte raus. Dann könntet ihr ja das Ganze auf jeden Fall gewinnen. 6% nur noch. Ich weiß jetzt nicht, ob du da am Schweif hängen geblieben bist oder warum du dich da gedreht hast. Da kommt aber jetzt der nächste Acarodontosaurus. Bleibt jetzt hier auch im Weg stehen. Das könnte gefährlich für dich enden. Oh, oh. 6% nur noch.
Und sie sind ganz nah. Es könnte jetzt ja jede Sekunde vorbei sein. Das sieht jetzt nicht gut aus. Er dreht sich um und zerstört. Und quetscht Kaninchen lieber ein. Liegt jetzt auf der Seite. Oh mein Gott. Das ist ganz, ganz böse. Oh. Aber trotzdem sehr gut gefahren, Kaninchen lieber. Du bist jetzt hier, glaube ich, nochmal weggeschoben. So, da sehen wir dich. Du wurdest leider von den Karkarodontosaurinnen besiegt. Hast aber 7 Punkte gesammelt. Also eine richtig, richtig gute Leistung. Das war auf jeden Fall eine krasse erste Runde. 3 Kandidaten im ersten Gehege ausgeschieden. Das tut mir wirklich sehr leid für euch. Aber eure Teamkollegen können ihr natürlich noch den Sieg herausfahren. Drückt auf jeden Fall die Daumen für Avitavi, Niklas Schmidt, Teufelkiller, Familie Artig und Prince of All Saiyans. Prince of All Saiyans fährt jetzt hier auch am besten vor. Hat natürlich auch hier die besten Voraussetzungen, denn seine Teamkollegin hat ganze 7 Punkte gesammelt. Mega, mega gut. Fährt jetzt hier auch als erster vorweg und kommt jetzt ins Todesgehege für heute. Nämlich das Gallimimus-Gehege. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass die so bedrohlich sind. Oh, die bleiben jetzt hier auch beide hängen, die Kandidaten. Werden jetzt auch leicht weggeschoben, kriegen aber noch keinen Schaden. Team Orange kommt jetzt hier gut durch. Oh, hier vorne steht auch nochmal der Teamkollege von Team Orange. Der blockiert hier auch nochmal ordentlich. Naja, alle Kandidaten sind jetzt hier gefangen. Können jetzt nur hoffen, dass die hier besser durchkommen als ihre Vorgänger. Wir sehen schon im Hintergrund, dass Prince of All Saiyans ein bisschen weggeschoben wird. Im Blau versucht es jetzt hier. Macht das, glaube ich, ziemlich gut. Niklas Schmidt, ja, der fährt super durch. Genau wie Teufelkiller HD. Ich glaube, die beiden könnten es jetzt hier schaffen. 100% und 100%. Oh, oh. Teufelkiller hängt hier an seinem Teamkollegen fest. Schafft es jetzt aber auch. Oh, die anderen werden jetzt hier ein wenig bedrängt und eingeklemmt. Das sieht nicht gut aus. Hier kommt jetzt auch schon der erste Schaden durch. Prince of All Saiyans hat 9 Leben verloren. Mensch, was ist denn das Gallimimus-Gehege heute so schwierig? Oh Gott. Jetzt werden hier die Kandidaten eingeklemmt. Eieieiei. Was geht hier ab, Leute? Team Retro wird jetzt hier fast weggeglitscht. Und Team Rot wird auch nochmal weggeschoben. Oh mein Gott, das Gallimimus-Gehege ist heute wirklich sowas von tödlich. Aber ich glaube, Prince of All Saiyans schafft es jetzt hier. Sehr gut. Aber Team Retro, oh, 20% nur noch. Bei Avitavi. Das ist gar nicht gut. Also, dass hier der Justin im Weg liegt, ist halt echt übel. Dinosaurierbedrohung. Wir springen da gleich mal hin. Ich hoffe, die beiden scheiden jetzt nicht aus. Wir gehen mal hier in das Gehege. Hier geht es nämlich auch ordentlich ab. Hier haben wir Niklas Schmidt und Teufelkiller HD. Der hat jetzt hier schon ordentlich Schaden bekommen. Oh nein, Prince of All Saiyans hängt am Todesfelsen fest. Eieiei, das sieht hier Teufelkiller HD echt gefährlich aus. 56 noch, wird jetzt hier nochmal weggerammt. Aber der Niklas macht das super. Teufelkiller könnte jetzt hier auch durchfahren. Wir werden sehen. Ich nehme mal ganz kurz hier zurück. Team Rot hat es jetzt auch geschafft. Familie Attic. Und auch Avitavi hat es geschafft mit 19%. Sehr schön. Sehr, sehr gut gemacht. Boah, das wird jetzt hier richtig spannend. Die Nasutoceratopse stehen hier richtig hart im Weg. Das ist ganz gefährlich. Teufelkiller 51%. Umgeben von Nasutoceratopsen. Prince of All Saiyans kriegt auch nochmal einen Hieb mit. 43%. Boah, die Kandidaten haben hier richtig kassiert schon. Prince of All Saiyans kriegt noch mehr Damage. 34%. Teufelkiller ist hier richtig in der Bredouille. Das sieht nicht gut aus. Oh nein. Oh, die Kandidaten hängen ja alle fest. Alle am Todesfelsen. Das gibt's doch gar nicht. Rückwärtsgang jetzt hier für Team Retro. Das könnte helfen. Und auch hier die anderen Kandidaten. Eieiei, was ist denn hier an der Spitze los? Ich würde gerne mal an die Spitze springen, aber ich will hier auch nichts verpassen. Uiuiui. Kandidaten werden hier aufeinander geschoben. Was passiert hier? Die bocken sich ja schon gegenseitig auf, die Kandidaten. Ich glaube, sowas haben wir ja auch noch nie erlebt, oder? Das ist ein verrücktes Rennen, Leute. Eieieiei. Aber noch ist keiner ausgeschieden. Und damit ist Teufelkiller HD raus. Avitavi schafft es jetzt hier, sich ein bisschen vorzutasten. Wird jetzt aber hier aufgebockt. Oh mein Gott. Und?
Familie Artig wurde auch zerstört, wurde eingeklemmt. Avitabi lebt noch und Prinz of All Saiyans auch. Avitabi kommt jetzt vorbei. Oh, Team Rot wird hier noch weiter zerstört. Was ist denn das für ein Rennen, Leute? Prinz of All Saiyans hängt hier fest. Ich hoffe, er kommt da noch wieder raus. Wir springen mal ganz kurz an die Spitze jetzt. Oh mein Gott! Wir haben hier den Kandidaten. Der ist schon ganz weit vorne. Für Team Blau. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall zuschauen. Das ist Niklas Schmidt. Niklas Schmidt schon im fünften Gehege. Fährt hier super durch. 93% auch noch. Wird jetzt hier leicht weggerammt. 86 nur noch. Macht das aber super. Wirklich richtig gut. Wir springen gleich nochmal zurück. Er wird jetzt hier nämlich gerade ausgebremst. Jetzt hier eigentlich wenig verpassen. Natürlich ärgerlich, dass die Kandidaten da so festhängen. Aber wir haben hier zum Beispiel Avitavi. Ist jetzt auch im vierten Gehege schon. Nicht schlecht. Ein Kandidat hängt aber noch hinten fest. Ja, Prince of All Saiyans mit 34%. Immer noch am Todesfelsen. Fährt jetzt endlich an dem Felsen vorbei. Sehr gut, Prince of All Saiyans. Sehr, sehr gut. Ich glaube, du hättest lieber hier langfahren sollen. Jetzt bist du nämlich in der Bredouille. Zwischen zwei Fracks, nämlich Familie Artig und Teufelkiller und den Nasuto Ceratopsen. Das ist ganz und gar nicht gut. Du kriegst jetzt hier auch nochmal Schaden. Eieieiei. Oh Gott. Alle Kandidaten sind jetzt an verschiedenen Positionen. Das wird jetzt schwierig zu verfolgen. Avitavi gibt jetzt hier Gas. Oh, unter der Keule durchgefahren. Habt ihr das gesehen? Dafür könnt ihr mal ein Like da lassen. Ey, das war richtig krasser Stunt. Mit 14% Leben. 13% sogar nur. Oh, das wird jetzt gefährlich. Dinosaurierbedrohung. Ich weiß jetzt nicht, was hier passiert. Aber ich will mal kurz hier bleiben. Das ist nämlich ganz enge Geschichte hier. Avitavi macht das super. Wird jetzt weggerammt. Und ist damit ausgeschieden. Damit ist Avitavi im vierten Gehege ausgeschieden von Haras. Wo ist denn unser... Der ist auch schon hier vorne. Niklas Schmidt. Wird jetzt weggerammt. 32% nur noch. Prince of All Saiyans wurde zerstört. Von NST, also Nasuto Ceratops. Hat es leider nicht aus dem Gehege geschafft. Also leider nur 2 Punkte für dich. Haben wir jetzt leider nicht gesehen, aber macht ja nichts. Wir sind hier an der Spitze. Niklas Schmidt für Team Blau. Kann er es hier weiter schaffen als Kaninchenliebe für Team WPE? Bleibt jetzt hier hängen. Das ist jetzt gar nicht gut. Wird hier richtig eingeklemmt. 14% nur noch. 10, 9, 8, 2. Und damit ist Niklas ausgeschieden. Du wirst hier richtig zerdrückt gerade. Oh mein Gott. Das ist natürlich heftig, ne? Damit bist du leider ausgeschieden. Auch hier im 7. Gehege. Ich glaube, das wird eine ganz knappe Nummer, Leute. Von den Punkten her. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde sagen, wir kommen mal zur Siegerehrung. War ein ganz komisches Rennen irgendwie, aber trotzdem irgendwie spannend. Ja, ich rechne die Punkte zusammen und dann teile ich euch mal mit, wie das Ganze hier ausgegangen ist. Und damit kommen wir schon zur Siegerehrung für das heutige Dinosaur Death Race. War ein sehr seltsames Rennen. Also es wurden wenig Punkte gesammelt. Die Dinosaurier waren irgendwie ziemlich aggro drauf. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hinten an, nämlich bei Platz 4. Wir haben einen geteilten Platz 4 zwischen Team Rot mit Pokefan und Familie Attic und Team Orange mit Justin und Teufelkiller. Leider haben diese beiden Teams insgesamt nur 3 Punkte gesammelt, was wirklich, wirklich nicht viel ist. Ja, die Dinosaurier, die waren heute einfach zu aggro, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß und seid nicht allzu traurig, dass ihr teilweise so schnell ausgeschieden seid. Ich fand es auf jeden Fall wieder richtig spannend. Und damit kommen wir schon zum Treppchen, nämlich der Bronzemedaille. Die geht heute an Team Blau mit Tanja Yvonne, hat leider nur 1 Punkt erreicht. Und dein Teamkollege Niklas Schmidt hat dafür 7 Punkte erfahren. Damit habt ihr insgesamt 8 Punkte, was sehr, sehr gut ist. Aber trotzdem leider nur für die Bronzemedaille reicht. Denn die Silbermedaille, die geht heute an Team JWE mit Kaninchenliebe. Insgesamt 7 Punkte erfahren, auch sehr gut. Und Prince of All Saiyans, leider im 2. Gehege ausgeschieden. Damit habt ihr insgesamt 9 Punkte und die Silbermedaille. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir schon zur Goldmedaille, dem heutigen Gewinnerteam. Minimaus mit sage und schreibe 6 Punkten und Avitavi mit 4 Punkten. Das ergibt insgesamt 10 Punkte und damit ist Team Retro das heutige Gewinnerteam. Herzlichen Glückwunsch. Woo! Sehr, sehr schön. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Euren Gewinn könnt ihr euch übrigens bei mir im Discord abholen. Schreibt mich da eben an und dann bekommt ihr den auf jeden Fall. Ich hoffe, alle Zuschauer hatten Spaß. Ich hoffe, alle Teilnehmer hatten Spaß.
Falls ihr beim nächsten Rennen mal mit dabei sein wollt, erstmal an alle Leute, die jetzt bei der Videopremiere im Live-Chat mit dabei sind, ihr könnt jetzt Hashtag DDR in die Kommentare schreiben, nicht in die Kommentare, in den Chat natürlich schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Mal hier dieses Team JWE. Das ist nämlich immer das Videopremiere-Team. Zwei Stück werde ich da jetzt gleich raussuchen. Und für alle Leute, die es im Nachhinein sehen, die können natürlich auch Hashtag DDR in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann beim nächsten Rennen, nächste Woche um 18 Uhr am Samstag, mit dabei. Und an alle VIPs, die hier teilnehmen wollen, denkt auf jeden Fall daran, eben auch einen Kommentar zu schreiben, damit ihr auf dem Mitgliederglücksrad vertreten seid. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.